Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 in unserer wunderschönen neuen. Neuen was eigentlich? Neue Welt ist es ja nicht. Also doch, ist es schon, aber. So, ich brauche jetzt hier nochmal ein. Bild erstellt. Einen netten Screenshot, das unsere Errungenschaften der letzten Folge nochmal ein bisschen darstellt. So. Ich brauche Steine. Dafür wollte ich gerne einmal hierher kommen. Kisten unter Deck. Steine aufladen. So, und ab in die neue Welt. Nach Drowntown oder wie auch immer. Hier, du fährst gleich mal hinterher. Und du schnappst dir mal das. Kriegen wir da die zwei Dampfmaschinen ja auch noch hin. Ansonsten Stahl. Komm, zwei Dampfmaschinen noch. Das ist eine. Wie lange brauchen wir überhaupt, um eine herzustellen? Halten Sie sich besser die Ohren zu. Nee, der ist es nicht, der hier war es. 45 Sekunden braucht er, um eine herzustellen. Das ist schon. Das ist schon relativ lange. Na komm. Mon frère. Es lohnt sich innerhalb gewisser Beschreibung. Sie beweisen Geschmack. Das kann doch nicht. Dankeschön. Ich wollte sagen, das kann doch nicht so lange dauern jetzt hier. Neue Welt, Downtown. Und was willst du von mir? Gut, verstanden. Screenshots, ja. Aufgabe, ja. Zeitung, nein. Okay, hier wollte der scheinbar nichts von mir. Ah. Oh, hier so richtig schön von seiner Insel. Foto abschicken, viel Spaß damit. Selbst ein so geringer Anteil am Gelingen. So, jetzt hierher. Sieht das eigentlich aktuell aus hier in Cap Trelawney? Gut, unsere Insel wird hier oben noch erfolgreich verteidigt. Das ist sehr schön, auch wenn wir hier bisher noch gar nichts gemacht haben. Was wir auch unbedingt nochmal ändern sollten. Tja. Ich erlebe einen Grad an Produktivität. Die wollen Kaugummis. Schokolade. Und Shampoo. Die wollen einfach alles. Na gut. Was ist mit dir los? Kein Platz mehr frei. Zu viele Kartoffeln. Das ist ja schrecklich. Sehr, sehr tragisch. So. Hier waren wir stehen geblieben. Waffen könnte ich hier nochmal mit runterbringen. Junge, kaum noch Waffen. Wir haben halt auch kaum Waffen. Haben wir hier oben welche? Ja, ein paar. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir hier noch einen sitzen haben. Wer bist du denn? Alle Wohnhäuser, plus 10 Zufriedenheit, Brandgefahr. Oh, nehmen wir mal mit. Kann man einfach mal reinsetzen, schadet ja nicht. Alle Restaurants produzieren Fleischkonserven. Konservenfabriken. Statt Arbeitskräfte beschäftigen Gebäude Arbeitskräfte. Handelsaktivität. Schwere Geschütze. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Die mittelschwere Geschütze oder Segel zu erhalten. Ja, also wenn sie so 5 Tonnen schwere Geschütze ab und zu mal reinballert, das wäre schon nice. Bäckereien.
Arbeitsmechanikerin. Trefferpunkte 450, Bewegungsgeschwindigkeit 15, Selbstreparatur plus 25, Wartungskosten plus 20. Ja, komm her, nehmen wir mal mit, ne? Schaut ja nichts. So, dann fährst du hierher zurück. Hier können wir nichts machen, weil wir nichts können. Weil wir dumm sind oder so. Kann es sein, dass wir irgendwie ein bisschen dumm sind oder so? So, Steine. Hier oben fahren wir noch Steine hin. Ihr Hafen wird angegriffen. Okay. Was willst du denn jetzt von mir? Du Vollversager. Schiff unter Beschuss. Du erstmal ein bisschen auf die Schnauze, würde ich sagen, wa? Neue Befehle? Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Na gut. Recht. Gehen wir noch einmal in uns. Oh, guck mal, ich habe hier sogar 6 schwere Geschütze. Dufte. Wir werden die Waffen. Ah, den hätte ich noch versenken können. Ja, gut. Na gut. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Schiff unter Beschuss. Okay, nicht schlecht. Jetzt auch nicht überragend gut, aber hey. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Juhu. Kannst du ja eigentlich mal hier. Nee, dich brauchen wir hier nicht. Du kannst gleich wieder zurück in die alte Welt nach Milchkuchen fahren. In die Takelage! Du sammelst mal das ein, was da liegt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön, noch mehr Steine. Ja, keine Ahnung, du bleibst einfach mal hier. Achtung, Admiral anwesend. Cool, Segel, dankeschön. So, Hochräder. In die Takelage. Schwere Geschütze und irgend so ein Dude. Mehr als bereit. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Dann kannst du auch gleich wieder zurück. Aber warte, vorher guckst du nochmal. Kaffee. Bier. Tortillas. Das kann man auch haben. So, nimmst du von allem einfach mal ein bisschen was mit, damit wir einfach oben ein bisschen was auf Lager haben. Milchkuchen, let's go. So, du bist jetzt auch gleich hier. Das ist hervorragend. Kannst du das alles mal schön abladen hier. Haben wir hier Hochräder, kannst du mal mitnehmen. Sekt kannst du mitnehmen. Schwere Geschütze kannst du mitnehmen. Das ist alles nicht so wichtig. Das ist alles nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Haben wir irgend noch einen. Hier, den kannst du noch mitnehmen. Jo, alles klar. Und auf nach Milchkuchen. Kisten unter Deck. Dann. Sieht das eigentlich bei dir aus? Süß. Pretty sweet, was du hier gebaut hast, meine Liebe. Sehr, sehr sweet. Wie sieht das eigentlich aus? Was hat denn die gute Dame? Voilà. Was hat denn die gute Dame hier gemacht? Na, guck mal einer an. Der übelst die Flakverteidigung, aber gegen Wasser so gut wie nix. Alles klar. Aber man sehe und staune, sieht nicht schlecht aus. Was hat sie denn hier für ein Supertree? In meinem Wirtshaus ist für alle Platz. Platz für einen Baum. Teich. Gewächshaus. Teich. Okay.
Arbeitet, meine lieben Bienchen, arbeitet. Das bedeutet uns viel. Das ist schön. Ja, Post könnt ihr natürlich auch bekommen, ne? Wenn ich hier mal so gucke. Hier ist ja ultra viel Platz bei euch in der Bude. Handwerker, Post. Oh, also Briefkästen und so hinpacken. Und ihr könnt natürlich hier auch mitten rein so ein Ding hinsetzen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das geht alles. Da kann man nochmal ein paar Leute rausholen. Bisschen Arbeitskräfte. Aber das ist jetzt gerade erstmal nicht das Ziel. Was ist denn jetzt hier eigentlich los? Holt er das jetzt hier irgendwie nochmal oder er nicht so? Muss ich das selber machen, ja? Danke. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, sehr schön. Du bist nicht wichtig. Den hatten wir geholt, ne? Ja. Okay, folgendes. Rathaus. Haben wir hier irgendwo ein Rathaus in dieser Stadt? Offensichtlich nicht. Gut. Scheiß auf Rathaus. Brauchen wir nicht. Könnt ja nur helfen. Finde ich gut, dass wir den... Finde ich gut, dass wir das in unserer Stadtplanung nicht mit einbezogen haben. Gut. Fahrstühle, stimmt. Wir traden Fahrstühle. Die Fahrstühle müssen raus. Dafür können Grammophone rein. 43 ist schon viel. Aber wir können ja gleich auch noch Kautschuk aus der neuen Welt ranschiffern. Alter, das Kohle reicht nicht. Geht das nur um technische Spielereien? Kaum ein anderer könnte solch extravagante Geräte so erfolgreich anbieten. Es fehlen 68 Brote, die noch exportiert werden müssen. Okay. Ist verstanden worden. Ja, gut. Tyrannen auf den ersten. Ja, schön für dich. So, hier will ich nichts weiter. Du, das läuft alles. Was für eine wunderbare Sammlung der verschiedensten Arten. Alle in Harmonie vereint. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kisten unter Deck! Mir ist da gerade noch was aufgefallen. Bei unserer Tabakproduktion hat sich ein klitzekleiner Fehler eingeschlichen. Sie wissen nicht, was Geschmack ist. So, das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. So, wir fahren jetzt mal allesamt hier hoch. Und hier unten beschleunigen wir den Sonnenaufgang ein bisschen. Und das, was ich vergessen habe, so ganz dezent, unrelevant, unwichtig, ist der Tabak. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Tabak können wir hier anbauen, oder? Ja, Tabak können wir hier auf jeden Fall anbauen. Das ist ja nur logisch. Ja, gut. Der Tabak halt, ne? Ganz selbstverständlich können wir den hier anbauen. Völlig logisch und natürlich. Diese Felder sind so unglaublich klein. So unglaublich klein. Hola.
Wie viel produzierst du jetzt? Ein pro Minute. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wie viel wir pro Minute brauchen. Milchkuchen. 18. Oh, mir fehlen hier Leute. Wahrscheinlich, weil die hier so viel fressen, ne? Auch 175. So. Was fehlt denn denen hier? Kann ich euch noch irgendwas Gutes tun? Lebensqualität, Arbeitsklamotten? Ja, das wäre was. Plus 1, plus 3, plus 5. Das wäre auch was. Ich brauche Luftschiffe und Luftschiffhäfen. Und dafür brauchen wir Aluminium. Und für Aluminium brauchen wir Bauxit. Und für Bauxit brauchen wir diese Insel. Oder diese Insel. Oder diese Insel. Oder diese Insel. Hat Margaret echt hier ein Monopol? Na gut, sie hat hier noch was. Aber ansonsten hat ja Margaret echt alleine alles. Das ist ja schon ein bisschen frech. Passen nicht recht zu meiner Vorstellung von. Wir können die allerbesten Freunde werden. Gold verkommen, Bauxit verkommen. Ja, gut. Setzen wir trotzdem rein. Nein, das macht keinen Sinn. Aber bei ihr hier haben wir jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen was Stahlbetonmäßiges zu traden. Aber wo sind die Modul-Items? Verstehe ich noch nicht ganz den Unterschied, aber muss ich auch nicht. Wir brauchen. Gibt es jetzt eigentlich in der. Hier gibt es kein Bauxit, ne? Nee. Gibt es. Hier Bauxit? Vermutlich. Ne, ich glaube, das hatte ich schon geguckt, ne? Nee, das ist alles das Gleiche. Immer noch das Gleiche. So, hier Kautschuk. Let's go. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Nee, brauchst du nicht. Schon gut. Keinen Tabak abbauen, anbauen, allgemein nicht. Ist natürlich ungünstig. So absurd viel von diesen Gebäuden, ey. Das ist ja richtig komisch. Ich brauche Steinstraßen. Die müssen ein bisschen schneller fahren hier, die Boys. Ein bisschen flotter unterwegs werden. Das geht so nicht, das geht so nicht. Nee, nee. Vielleicht auch mal.
die Straße steinig machen. Zumindest ist die Durchgangsstraße. Nö. So. Hier können wir eigentlich auch nochmal kurz dekorativ ein bisschen was hinpflanzen. Hier könnten wir vielleicht noch Platz brauchen. Aber hier nicht. So. So. Ist okay. Ich mir ist gerade auch wieder aufgefallen, dass das hier schief ist, aber naja, das kann ich jetzt nicht ändern. Ja, ihr könnt ruhig produzieren, obwohl da nichts produziert. Das ist fein for me. Brauchen wir nur mal hier einmal kurz das. Wir brauchen das. Dann gibt es hier ein paar Felder. Der 96 Felder sind so wenig, die ich hier einfach verbrauche. Das ist echt unnormal. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. So, mehr Dampfmaschinen, Dünger. Wie sieht denn das aus hier? Okay, der hat seine Produktivität etwas erhöht. Von 1 Minute auf 15 Sekunden. Aber auch nur wegen dem Dünger mit, oder? 100 Produktivität normal, Düngereinsatz plus 100%, Traktoren plus 200% sind 400%, ja. Plus das, mit jedem dritten noch ein extra. Ich habe Arbeit zu erledigen. Also produziert der mehr als 4 Stück die Minute, was sehr, sehr nice ist. Wo ich mich in keinster Weise drüber beschweren möchte. Los Trekkeros Grande, Popande, Düngeros Grande. Folgendes. Das kommt weg. Damit das hier hin kann. Und du packst deine Bäume nach hier. So. Dann Dekoration. Das passt dann nicht so richtig hin. Machen wir den hier. Wir wären dann so weit. Machen wir den da. Und hin machen wir das hier. Das sieht alles in Ordnung aus für mich. Ihr Hafen wird angegriffen. Tschüss. Dann haben wir dann. Ja, gut. Mehr oder weniger. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Velas bringt uns dem Traum näher. 10 Journaleros bauen. Wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich das machen. Natürlich haben sie es geschafft. Oh, danke dafür. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Danke. Noch übrig von der Speiserolle. Ja. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ein Pirat. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Brauchen wir Kautschuk hier für irgendwas? Für Kaugummis. Gut. Kaugummis bauen wir noch nie an. Wir bauen noch keine Kaugummis an. Richtig. Habe ich gut erkannt, oder? Passt soweit. Dann lasset uns mal zur Abwechslung wieder eine neue Route errichten, eine Handelsroute. Und zwar von hier nach hier.
einladen. Bitte das wunderschöne Kautschuk. Kautschuk, 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 Kautschuk. Und hier wieder alles ausladen. Und diese Route übernimmst du. Habe ich zwei. Dann können wir nämlich hier den In- und Export davon rausnehmen. Und wir producen. Ne, hier war schon richtig, ne? Kautschuk. Drumtown. Theoretisch genug. Mehr als genug. Was wunderbar ist. Jetzt müssen wir aber nochmal kurz gucken. Wie viele Leute arbeiten hier? Fünf! Fünf Leute! Willst du mich verarschen? Macht das hier noch irgendwas? Einskräfte erforderlich, minus 50%. Der macht auch noch zusätzliche Waren. Alter, ist das OP. Okay, also Kautschuk haben wir. Also, 1, 2, 3, 4, 5 Dinger haben wir jetzt davon. 5. Ich brauche 25 Leute, um das zu bedienen. Was kostet du? Was brauchst du? 10. Gut, aber du, der hat auch nicht die Dingens. Schiff unter Beschuss. Alter, das ist völlig kaputt, aber nur. Was willst du denn jetzt hier? Bin ich weg? Okay. Also 25 Leute reichen. Kautschuk. Das reicht kautschuktechnisch für lange Zeit. Jetzt brauchen wir nur noch Tabak. Dafür könnten wir hier eine Handelskammer hinsetzen. Ja. Und wir bräuchten dich. Fährst mal nach hier. Bist du hier, um zu helfen? Nö, ich möchte dich gerne eigentlich wegknallen. Ich möchte dich vernichten. Vom Antlitz der Welt tilgen. Konfitüre, Baumschulen, Zitrusfrüchte, Baumschule, Kirschbaum und Weinberg. Produziert zusätzlich Holz, Zucker, meine ich natürlich. Dampfschiffe, Bewegungsgeschwindigkeit plus 25%, das ist ja auch lustig. Aber nur für 30 Sekunden, das ist natürlich super sinnlos. Was bist du? Produziert zusätzlich Baumwolle. Alle Holzfäller, Hütten produzieren. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass ich einmal die Befehle geben würde. Chemiefabriken. Alle Getränkehersteller und so weiter. Ethanol. Ah ja. So, folgendes. Damit wir auch für alles vorbereitet sind, nehmen wir das hier mal mit. So. Ist das wichtig? Nee, das war nur das Ethanol-Ding. Zitrusfrüchte. Was bist du denn? Beeinflusst Kakaoplantagen, Kautschukplantagen, Baumwollplantagen, Kaffeeplantagen, Bananenplantagen. Zusätzlich weniger Module, mehr Produktivität und Paprika, Kartoffeln und Trauben. Das ist natürlich super sinnlos. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Wir haben es ja. Alle Chemiefabriken, Produktivität plus 50%, Arbeitsplan plus 30, Wartungskosten plus 50, das ist egal. Na gut. Ja, nehmen wir auch mal mit. Shampoo, Alter, wird Dynamit hergestellt, Alter, was macht ihr? Mais. Geilo. Schiff unter Beschuss. Danke dafür. Mach mal bitte zurück. Alle Baumschulen, Industrieölpressen produzieren Kaffee, Tabak und Kakao. Klingt nicht schlecht. Besser als das hier auf jeden Fall. Nee. Als das hier. Nehmen wir mit. Handeln. Ja, dann fahren wir das erstmal weg. Und dann muss ich einmal eine ganz kurze Pause machen. Ich bin sofort wieder da. So. Machen wir weiter. Dip, dip, dip. Wo ich das hier gerade so sehe, da könnte man doch noch mal
ein bisschen was, ne? Nur so, zur Deko. Der Dekoration. Aber warum ist denn das hier eigentlich? So. Komische dunkle Grasflecken hier. Scheiße. Will keiner hier weg. So. So, wie gesagt, Kautschuk haben wir en masse. Das kommt alles hier hin. Da freut sich irgendjemand bestimmt drüber. Und hier gucken wir jetzt mal weiter. Kaffee, Tabak meine ich. Tabak. Schon wieder das Ding. Schmetterlingse. Braunkopf-Kakadu, der sieht aber ja blau aus als braun. Oh, 15 Glaube, ist nicht schlecht. Glaube minus 10, ist ja nicht schlecht. Schiff steht bereit. So, nehmen wir mit. Kaffee, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wer bist du? Produzierst Zucker in der Schokoladenfabrik? Nö. Amazonas. Holzfällerhütten. Zitrusfrüchte. Krokodil. Nö, gut. Reicht. Wir haben unseren Tabak. Das soll uns reichen. Den Swedgen war einmal hier hoch. Wie sieht's denn hier aus mit der Reichweite? Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheit. Das ist noch alles im Lot. Machen wir mal hier doch so, damit wir hier besser durchkommen. Rüber, Zigarren, wir brauchen. Nach meinen Berechnungen zufolge 4 Stück. Bam, bada, badam, badam, bam. Bam, ram, badam, bam, bam, bam. So, liebes Schiffchen, bist du da? Du bist da. Hip, hip, hurra. Ja, ja. So, dann einmal nach hier oben. Hier gibt's ab sofort Los Tabacos. Wir müssen das Land erst vor. So, dann gibt's hier das. Dann müssen wir hier. Das. Und flupp. Da steht das Gebiet. Halt, stopp. So machen wir das. Kommt hier das Düngerding hin. Obwohl, warte, machen wir so. Und hier das Ding hin. Jawohl. Und 288 Felder, ne? Und die hier brauchen 96. Ja, auch völlig unbalanced hier. Holy shit. So. Kommt hier das Ding einmal hin. Und hier vorne packen wir das Silo hin.
weg. Ach, ist das schön. Ja. Jetzt die Frage, kommst du da dran? Ja. Gerade noch so. Wie sieht das hier aus? Wenn wir da noch weitergehen würden, kommst du da auch noch dran? Ja, gerade noch so. Das heißt, wir können hier noch eins von den Gerätschaften hinsetzen. Setz dich lieber in den Schatten. So. Für die Treckers. Setzen wir mal gleich woanders hin. Aber wohin damit? Wohin Schiff genau? Unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, fast gut, fast gut. Das machen wir weg. Und das kommt hier hin. Da haben wir noch 8 Felder über. Naja, das passt doch absolut perfekt. Auch wenn mir das hier irgendwie nicht so gefällt. Das widerspricht meinem Baustil hier. Da müssen wir schon so ein bisschen. Also auch wenn es für Trecker ist und so weiter, aber so ein bisschen kann man das schon so machen. So. Machen wir ein bisschen so. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Das ist ganz hervorragend. Eine wirklich äußerst berühmte Berühmtheit ist das. Ganz, ganz toll. Nee, komm, wir machen das hier wieder so. Hier, zack. Schön was von denen in die Engen. Nee, das passt leider nicht. Dann gibt's hier wieder. Nein, 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 nein. Da gibt's einen Brunnen. Ihr Hafen wird angegriffen. Hier gibt's eine Stelle zum Tiere tränken. Schiff unter Beschuss. 1, 2, 3, 4. Das ist zufälligerweise zu synchron. Das können wir so nicht machen. So. Ja, komm, machen wir hier nochmal ein bisschen. Nee, du kommst nach hier. Dann gehst du dahin. Bisschen Gras, bisschen Gras, bisschen Gras, bisschen Gras. Philodendron. Und hier. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Mieses Kleines. Ja, hier gibt's Ruinen, hat er recht. Da hat er richtig. Gänsefarm. Schneider. Gut, das brauchen wir nicht. Aber dann sind die hier noch ein bisschen das effektiver. Das ist keine schöne Arbeit, aber irgendwer muss sie erledigen. Das ist doch schön.
brauchen wir nur noch 15 statt 30 Leuten. Jo. Frachtschiff steht bereit. Du wurdest angegriffen? Das ist natürlich äußerst frevlerisch. Dann halt mal hier das Zeug ab. Und dann fährst du bitte mal wieder Richtung alte Welt. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So. Ja, 100 Bauern haben wir ja noch nicht. Das ist auch eine harte Aufgabe, sowas. Das macht man nicht mal so außer Kalten. Gut. Wir sind hier. Das ist unsere Insel. Tabak haben wir jetzt hier. Theoretisch auch in rauen Mengen. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Sollte theoretisch reichen. 8 wird produced und wir brauchen in Milchkuchen 8. Wunderbar, das heißt, Route einrichten, Handelsroute von hier in die alte Welt nach dort. Was ist denn? Da, Tabak. Da alles ausladen. Und du darfst diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen. Viel Spaß. Schiff unter Beschuss. Aber die sagen, haben wir die Insel hier soweit aufgebaut. Gut, rum gibt's nicht. Nähmaschinen gibt's nicht. Lebensqualität. Ein Schiff wurde zerstört. Oh. Ei. Gut. Das kann ich zur Abwechslung mal nicht aushalten. Ein Schiff wurde zerstört. Äußerst bedauerlich. So schade. Wie viele Kanonen, oh mein Gott. So, du fährst mal nach hier oben. Du fährst direkt mit. Alles anhalten. Ganz schön viele Baumaterialien hier oben rumfliegen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich. Ein Feuer ist ausgebrochen. Feuer. Ach je. Ei. Oh weh. Schnell, ihr müsst das alles löschen. Wir müssen alle löschen und sonst sterben alle. Das ist schrecklich. Schiff. Nein. Unter Beschuss. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Durch und durch. Geiler Eisenschmied. Cooler Typ. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Ich bin stolz auf euch. So mutig und so viele Leben gerettet. So, Film irgendwie. Die Flammen wurden gelöscht. Briefe. We need Briefe. Aluminium. Hallo. Ja, gut. Du darfst ruhig hier bleiben. Musst nicht weit wegfahren. Und ich würde sagen, die Stadt steht ganz gut da. Es werden noch einige Leute dazukommen. Ah, das können wir machen. Wir nehmen das raus und packen hier Klamotten rein. Und hier auch. Ja. Dann werden nämlich hier auch Arbeitsklamotten nach unten gebracht und wir kriegen noch mehr Arbeiter hier unten. Lebensqualität, Arbeiter.
Wie viele brauchen die denn eigentlich? 5, oh, das ist schon relativ viel. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt reicht mit dem, was ich jetzt hier runter transportiere. Ansonsten regionale, überregionale Post. Ein neuer Auftrag. Schiff unter Beschuss. Schieße alle kaputt. Ihr Hafen wird angegriffen. Jetzt mal, trade ich hier die Kanonen oder warum Schiff werden die unter nicht Beschuss. Mehr? Ja, für Eisenerz. Gut. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ihr Hafen wird angegriffen. Das ist, denke ich, ein besserer Deal. Können wir auch noch Kohle ranholen. Machen wir mal 500 Kohle. Dann machen wir hier 75. So, guck mal, viel besser. Brauchen wir noch was? Können hier noch das beides herholen und dafür auch noch Fenster reinschmeißen hier, die wir eh nicht brauchen. Machen wir hier 100. 100. Und dann haben wir demnächst zu wenig Fenster. Juhu. So, das alles weg. Haben wir eigentlich hier schon schwere Geschütze bekommen? Nein, bedauerlicherweise nicht. Nähmaschine haben wir genug. Das ist schön. Gut. Ich möchte aber diese Folge etwas kürzer halten. Zum einen, weil ich verplant bin. Zum anderen, also, ich habe noch was vor. Ich meine, verplant bin ich auch häufig genug. Aber ich muss noch los. Und zum anderen, ja, weil die Folgen in der Vergangenheit teilweise mal wieder ein bisschen länger waren. Ich gucke mal, dass wir das demnächst wieder auf den grünen 2 kommen. Das war alles ungefähr plus minus 0 rauskommen von der Minutenzahl her, aber ich denke, ihr versteht das. Yo. Gehen wir doch nochmal abschließenderweise hier in unsere wunderschöne Welt. Machen hier nochmal einen kleinen Screenshot von unserer geilen neuen Tabak Production. Machen wir es so. Schön die Tabakproduktion im Vordergrund und die Felder im Hintergrund. So. Bild erstellt. Bild erstellt. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich. Oh, mach mal so. Okay, ja, bleiben wir so. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und ciao.